Keine Sorge, Elvi, wir schaffen das. Du da, Kristall fallen lassen. Mein Name ist Noxana. Und du hast leider vergessen, das Zauberwort zu sagen. Das Zauberwort? Als Crystal Fairy und Hüterin der Energiequelle verlange ich von dir, den Kristall zurückzugeben. Das war leider nicht das Zauberwort. Lass den Energiekristall fallen. Das Zauberwort ist bitte, bitte. Bitte, bitte, lass den Energiekristall fallen. Das ist einfach nicht fair. Langweilig. Jetzt bist du einfach nur gemein. Ich will dir ja nicht vorschreiben, wie du deine Arbeit machen sollst, aber solltest du nicht die Bad Fairy fangen und nicht uns? Oder ich fange ihr Seelentier ein. Dann wird sie bestimmt zurückkommen. Schlau. Niemand sollte eine Fee von ihrem Seelentier trennen. Aber wir brauchen diesen Kristall. Du hast recht. Niemand sollte eine Fee von ihrem Seelentier trennen. Ciao. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Uns hier erstmal rausholen? Elvi, alles in Ordnung? Natürlich ist nicht alles in Ordnung. Ich hatte Bedenken, die Energiequelle allein zu bewachen. Und du meintest, alles wird gut und das war's auch. Aber dann ist die Bad Fairy aufgetaucht und... Hey, wie geht's denn so? Bei uns läuft alles so wie immer in Ayuma. Ganz normal. Sie haben's uns abgekauft. Dann ist die Bad Fairy aufgetaucht und hat einen Energiekristall geklaut, was gar nicht gut ist. Du hast recht und es tut mir leid. Irgendwie ist das alles unsere Schuld. Nein. Nein, ist es nicht. Wir beide haben dich davon abgelenkt, die Energiequelle zu beschützen. Vor einer echten Bad Fairy? Man hat mir gesagt, Bad Fairies wären seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen worden. Normalerweise kommen sie nicht in diesen Teil von Ayuma. Bis auf die, die es doch getan hat. Wie hieß sie noch? Noxana? Wir sollten das mit dem gestohlenen Energiekristall beichten. Das geht nicht. Dann würde mir mit Sicherheit nie wieder jemand zutrauen, die Energiequelle beschützen zu können. Oh, vielleicht bin ich doch nicht dazu bestimmt, eine Crystal Fairy zu sein. Irgendwem wird auffallen, dass einer der Kristalle fehlt. Wir sollten es Luyana sagen. Der Schamanin? Nein, sie darf nichts davon erfahren. Elvi hat recht. Gut, Josie. Und was sollen wir deiner Meinung nach tun? Wir kümmern uns selber darum. Wie bitte? Ernsthaft? Klar, ich bin eine Night Fairy. Probleme zu lösen ist meine Aufgabe. Elvi? Lasst uns eine Bad Fairy fangen! Das Trainingscamp ist der perfekte Ort, um unser Vorhaben zu planen. Schließlich trainieren hier alle Night Fairies ihre magischen Fähigkeiten. Daran arbeiten wir noch. Aber wie sollen wir Noxana fangen? Sie beherrscht diesen komischen Verschwindezauber. Gemeinsam wird uns dreien da schon irgendetwas einfallen. Wir werden unsere Ideen ausprobieren und sehen, welche funktioniert. Elvi, der Köderkristall. Ist hier. Levi, Fledermaushut. Ich bin Noxana. Probieren wir es aus. Nicht so eilig. Alles gut. Das ist alles zu durchschaubar. Wir brauchen etwas, mit dem Noxana nie rechnen würde. Perfekt. Jetzt! Geh zu dich ran und du bist gefangen. Was hältst du davon? Das könnte funktionieren. Elvi? Entschuldige, Elvi. Ich glaube, ich habe die besten Freundinnen, die es gibt. Dann los, fangen wir eine Bad Fairy. Keine Sorge, Feenkristalle, wir stellen Noxana eine Falle. Jetzt muss Noxana nur noch hier auftauchen. Was entdeckt? Das ist das Zeichen. Sie kommt. Was würde ich nur ohne dich machen?
Ich habe einen Kristall fallen lassen. Da ist der Köderkristall. Und da ist der Zaubertrank. Und hier ist Noxana. Ah! Dachtet ihr, ich falle auf euren Köderkristall rein? Wirklich niedlich. Lass meine Freundinnen in Ruhe. Nein. Fang du da! Böser Bär! Nein, nein, nein! Jetzt sind es nur du und ich. So übel. Aber eine Bat-Fairy könnt ihr nicht austricksen. Sie wird entkommen!